willkommen in Marrakesch und schön habt ihr unser MySports-Magazin eingefahren, rund um die Formel 1 eingeschaltet. Hier, die Stadt Nordafrika, die ist nicht nur ein UNESCO-Weltkulturerbe, nein, sie wird langsam aber sicher auch zum Mekka für alle Fans von der Formel 1. Die Rennserie, die seht ihr nicht nur live und exklusiv bei uns hier auf MySports, nein, die existiert auch schon seit dem Jahr 2014. Und wenn man auf die letzten 6 Jahre zurückschaut, Entstehungsgeschichte, kann man sagen, ja, sie macht langsam aber sicher der Formel 1 der grossen Königsklasse vom Motorsport Konkurrenz. Heute in der 4. Episode von unserem Magazin eingefahren, da haben wir mit dem Sebastian Buemi können reden, wir haben mit dem Neil Gianni können reden, und sogar auch mit dem Eduardo Mortara die Rennstrecke können ablaufen. Also unbedingt stay tuned, dranbleiben. Formel 1 ist spannend wie nie, die 60. Saison die ist unpredictable. Wie immer die Formel 1 typisch, oder man weiss nie, wer das Rennen kann gewinnen kann. Und aus Schweizer Sicht, wenn man zurückschaut auf die ersten 4 Events, dann kann man sagen, der Eduardo Mortara, der Genfer, der ist aktuell der beste Schweizer Fahrer. Der hat Saudi Arabien knapp ein Podest verpasst und hat im Moment am meisten Punkte auf seinem Konto. Der Sebastian Buemi, das ist sozusagen der formstärkste Schweizer Fahrer, der hat zuletzt in Mexiko ein Podest rausfahren, der kommt sicherlich mit ganz viel positiven Gefühl hier auf Marrakesch. Aus Sicht der zwei anderen Schweizer, die mit dabei sind in der Formel 1, aus Sicht von Neil Gianni und Nico Müller, ja, der sieht es nicht so gut aus. Beide haben in dieser Saison noch 0 Punkte auf dem Konto. Dort heisst es, den Boden gut machen. Und genau das machen wir jetzt so ab der Rennstrecke. Wir sind jetzt hier an der internationalen Rennstrecke Moulay El Hassan und ich kann euch sagen, das ist eine meiner Lieblingspisten im Kalender der Formel 1. Das nicht nur, weil man hinten dran einen perfekten Blick hat auf das Atlasgebirge, nein, vor allem, weil das Energiemanagement hier key ist, wenn man am Schluss die Nase vorne hat. Man muss also brutal effizient und intelligent fahren und nicht nur schnell. Und einer, der uns ganz viel zu diesem Thema sagen kann, das ist Sebastian Buemi. Jetzt sind wir in der Garage von Sebastian Buemi am Weltmeister aus dem Jahr 2016. Seb, du bist schon ganz, ganz lange in der Formel E mit dabei. Energiemanagement. Alle reden immer über das Energiemanagement. Dir ist es einmal in einem Rennen passiert, dass dir die Energie ausgegangen ist, oder? Ja, Was ist da passiert? Letztes Jahr? Ja, also das ist ziemlich kompliziert zu erklären, aber man muss viel Energie sparen im Rennen. Das heißt, wenn man Vollgas fahren würde, man würde 3-4 Runden weniger fahren und man probiert immer, wenn man bremst, den Elektromotor zu nutzen und so viel wie möglich die Energie zu laden, wieder in die Batterie. Aber in Mexiko vor einem Jahr, wir haben gedacht, dass das Rennen eine Runde weniger sein würde und, ja, und dann hatten wir nicht genug Energie, um die Extra-Runde zu fahren. Und das ist ein Fehler von unserem Strategiesystem, weil das Rennen hier ist 45 Minuten plus eine Runde und ja, man ist über die Start- und Ziellinie mit 3 Sekunden zum Sparen gefahren und das heißt, wir müssten eine extra Runde fahren. Und, ja. Jetzt bist du von Anfang an mit dabei, die ganzen 6 Jahre seit 2014. Gibt es diese elektrische Rennserie, wenn du auf die Entwicklung zurückblickst, was die Batterie, das Energiemanagement gemacht hat? Das ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, wir sind noch vor 2 Jahren mit 2 Autos gefahren, das ganze Rennen. Und jetzt, man fährt mit viel mehr Power und nur mit ein Rennen das ganze Rennen. Also, es ist schon ein sehr großes Unterschied und man sieht wirklich, dass die Entwicklung sehr schnell geht. Ja. Wenn du die Entwicklung in den letzten 2 Jahren anschaust, dann früher war es immer so, am Ende des Rennens hat man immer gesehen, ein Fahrer, zum Beispiel Sebastian Buemi, hatte nur noch 1%. Jetzt geht es auf 0,8, 0,5. Welchen Stellenwert hat das Energiemanagement? Wie wichtig ist es, um ein Formel-E-Rennen zu gewinnen, das Energiemanagement? Es ist ein bisschen anders ab und zu. Zum Beispiel hier in Marrakesch, man muss extrem viel Energie sparen.
dafür. Warum muss man hier extrem viel Energie sparen? Weil die Geschwindigkeit ist sehr, sehr hoch. Es heißt, man fährt viele Kilometer, dafür sehr viele Runden. Und hier speziell, man muss viel sparen. Zum Beispiel in Paris, man muss wenig sparen. Und hier, man muss so viel sparen, dass man wird auf die Start- und Ziellinie mit 0% fahren, weil die extra Energie, die man noch in Batterie hat, das ist sofort viel Rundenzeit. Und wir sehen jetzt da hinten dran, Sie sind am Vorbereiten, das Auto muss getting ready, muss fertig gemacht werden. Wie groß ist das ein Team-Effort, das Energiemanagement? Weil das kann nicht nur der Fahrer beeinflussen, das ist das ganze Team, Management. Wir haben das viel im Simulator vorbereitet. Wir haben jetzt eine sehr komplexe Software, der ziemlich fast alles allein macht. Aber man braucht mindestens 3-4 Tage im Simulator vor dem Rennen, um den Software ein bisschen zu verbessern, speziell für hier. Und hier haben wir viele Updates auch. Und ja, das ist ein Team-Effort am Ende. Der Fahrer kann schon helfen, aber der kann nicht alles machen. Und was ist jetzt dein Ziel für Marrakesch? Du warst hier schon ziemlich erfolgreich. Du kennst die Rennstrecke gut. Was ist das Ziel in diesem Jahr? Weil ja, die Pace ist zwar da, aber das ganze Paket noch nicht wirklich in dieser Saison. Ja, also Mexiko war für uns gut. Die ersten Punkte für mich, erste Podest. Hier ist das Ziel, wieder auf dem Podest sogar zu gewinnen. Aber wir werden sehen, wie der Tag läuft, weil nach dem Qualifying dann können wir unsere Erwartungen wieder ein bisschen aufsetzen. Aber unser Ziel ist natürlich, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Sepp, dann viel Erfolg im Rennen und das also das Energiemanagement. Was auch ganz, ganz wichtig ist in der Formel E, ist Kommunikation. Das Kommunikation zwischen dem Renningenieur und dem Fahrer, das ist ein Duo, das muss funktionieren. Und wie das funktioniert, das gehen wir jetzt gerade an. Seht, Neil Gianni, unser Race-Ingenieur, der Kyle, die sind am Besprechen, die Strategie für das Rennwochenende am Planen. Und wir gehen mal schnell reinhören, was sie da miteinander reden. Guys, can we just have a little chat? Hi. Hi. I'm Gabriel from MySports. Salut. Neil, wir kennen uns, gell, ja. Unser ehemaliger MySports-Experte, Neil Gianni. Die zwei sind in dieser Saison zusammen, Race-Ingenieur, Race-Driver. Kyle, what's the most important thing, key to success in Formula E, Race-Ingenieur, Driver? Well, we've got a one-day event here in Formula E, so certainly communication is one of the most important things, making sure we have good, clear understanding what the driver needs, and making sure then I communicate that with the crew, and making sure they get it on the car. Also Kommunikation ist das Wichtigste in der Formel E zwischen dem Race-Ingenieur und dem Driver. Kyle, just how quick could you get to know Neil? You knew him from LMP. Indeed. But, yeah. Yeah, we worked together before in the LMP program for many, many years. A very successful program. But it's different in Formula E, I guess. Formula E is very different. You no longer have three drivers. Yeah. So you can really center the car around your one driver, making sure you get everything out of the package. Really focusing on the small details that he really wants out of the car. It's not a compromise now between three people. Also sie haben nicht mehr drei Fahrer, sondern nur noch ein Fahrer, wo man sich darauf fokussieren kann. Macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher in der Formel E. Neil, wenn man Kommunikation zwischen dem Duo, Race-Ingenieur-Driver, anschaut, der Neil, der andere Lotterer, dein Teamkollege, der hat A schon Punkte gemacht und B ist schon ein bisschen länger in der Formel E mit dabei, hat schon mehr Erfahrung. Was könnt ihr vom anderen lernen? Ja, wir können sicher ein bisschen abschauen, wie sie schnell reagieren während diesen Sessions, weil man hat eben alles an einem Tag, FP1, FP2, Quali. Wie schafft man zwischen den Sessions, also zwischen freiem Training und Quali, was macht man, was ist wichtiger, Kommunikation und natürlich auch, was tun sie verändern. Weil das ist das, was wir noch alles ein bisschen lernen müssen. Aber ich glaube, da haben wir schon gut können Sachen abschauen, aber auch unsere eigenen Ideen entwickeln. Du bist bei Porsche angestellt. Porsche ist ein Rennteam, das immer gewinnen will. Jetzt läuft es im Moment noch nicht so, wie du es vielleicht gerne hättest vorgestellt. Noch keine Punkte. Fühlst du so ein bisschen den Druck oder sagst du dir, hey, ich nehme wirklich Rennhälfte bzw. Saisonhälfte Zeit, um mich wirklich zu verbessern? Nein, also mein Druck hat man immer, egal wo, oder? Das ist klar. Aber wir sagen ja, wir sind wirklich das erste Jahr dabei. Wir haben immer wieder Momente gehabt, wo
gut ist gelaufen, aber wir haben noch nie einen guten Renntag gehabt. Das heisst, vom Anfang bis zum Schluss. Entweder ist irgendwie eine Strafe dazwischen gekommen, oder ein Software-Ding, oder da hatte ich einen Fehler gehabt. Und dann jetzt einfach noch nie so richtig gepasst. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich noch so ein bisschen der Anfang. Und wenn der Teamkollege Erfolg hat, wir gönnen es ihm natürlich, von der anderen Seite ist es so schwierig, oder? Ja, ist natürlich für uns eigentlich, für mich sogar umso besser. Weil ja. Dann kann man natürlich auch ein bisschen schauen, was läuft. Auch wenn es der erste Konkurrent ist? Ja, also ich denke, hier ist er, das erste Rennen ist sehr gut gelaufen. Jetzt hat er leider auch dreimal eine Uhr gehabt. Also wir müssen jetzt eigentlich zusammen als Team müssen wir konstanter werden, dass wir wirklich jedem Rennen auch punkten können. Ich danke dir viel Erfolg im Rennen in Marrakesch. Thank you very much for having the time. Und wir gehen jetzt, wir lassen jetzt zweimal noch ein bisschen reden und wir schauen jetzt mal Nico Müller vorbei. Und der ist natürlich ganz, ganz wichtig, ein kleines Team, Georgs Dragon. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Box weiter. Wir sind auf dem Weg zur Garage von Georgs Dragon, vom Fahrer von Nico Müller. Und mal schauen, ob da ist der Schweizer Rennfahrer, der seit dieser Saison in der Formel 1 mit dabei ist. Komm, wir klopfen mal. Nico, ja. Hallo zusammen. Schön, dass wir schnell bei dir vorbeischauen. Nico. Herzlich willkommen. Georgs Dragon, eines der kleinsten Teams. Sagst du, wie gross ist Georgs Dragon etwa? Ja, wir sind haargenau 24 Leute. Dementsprechend eines der kleineren Teams hier in der Startaufstellung. Aber, agil sagt man. Genau. Wir nennen es gerne agil und ja, flexibel. Also dementsprechend hat es auch Vorteile, ein kleines Team. Vorteile? Etwas vom ganz Speziellen der Formel E. Das ist wirklich, es gibt wohl keine andere Rennserie, die kleinen Teams als Underdog den grossen Teams so richtig ins Bein stellen, oder? Ist sicher möglich, ja. Einfach ist es nicht, da muss man gleich irgendwo ein bisschen realistisch bleiben. Hier gegen so Werksteam wie Porsche, Audi, Mercedes, als kleines Privatteam, das sie eigenen Antriebsstrang baut, komplett konkurrenzfähig zu sein, ist eine grosse Aufgabe. Also, wir sind sicherlich, ja, wie du sagst, der Underdog, aber es ist nie unmöglich, hier auch ganz vorne reinzufahren und das muss natürlich das Ziel sein. Du als Fahrer lebst in dieser Garage, komm, zeig uns schnell, was sind so die wichtigsten Punkte hier? Ja, das muss man sehen als Fan. Also das wichtigste Türli ist eigentlich das hier. Hier hinten dran ist der Meetingraum, wo wir mit unseren Ingenieuren vor und nach dem Rennen alles besprechen. Und der ist wirklich eigentlich top secret. Also da, nicht hineinschauen. Was da hinten dran passiert, ist wirklich nur für das Team bestimmt. Wir probieren da natürlich strategisch auf der Höhe zu sein. Setup vom Auto wird da entschieden. Und am Schluss vor allem Energiemanagement ist ein ganz grosses Thema. Also da probieren wir so effizient wie möglich zu sein. Die spannende Sache ist da vor auf der anderen Seite. Das sind die Autos. Komm, zeig uns doch mal, was passiert da hinten. Oder das sind da, wo die meisten Leute am Arbeiten sind. Genau, ja. Hier sind Mechaniker und während dem Rennen auch unsere Ingenieure. Also das ist am Schluss ja, das Herz des Teams. Ich glaube, wir haben hier eben Mechaniker, die das Auto vorbereiten. Das ist eine Spezialität von Formel 1. Du hast das Auto eigentlich immer nur zwei Tage vor dem Renntag zur Verfügung zum Vorbereiten. Oder das wird von einem Rennen zum anderen geschickt. Wir sind nicht zwischen in der Werkstatt daheim, wo man bis ins kleinste Detail alles vorbereiten kann, sondern es passiert wirklich alles in der Rennstrecke. Und ich verstehe, die Mechaniker, die haben kaum Zeit, um einen Kaffee zu nehmen. Und speziell die Leute, die am Auto arbeiten dürfen, das Auto dürfen anlegen, die haben einen gelben Badge. Ja, das ist alles limitiert, auch von der Meisterschaft her, dass kein Team sich mit mehr Leuten einen Vorteil verschaffen kann. Weil es eben wirklich viel Arbeit ist und da wird man allen die gleichen Voraussetzungen geben. Und da hinter dir ist ein ganz wichtiger Spot. Da hockt normalerweise der Teamchef, der mit dir kommuniziert während dem Rennen. Auch ganz speziell in der Formel E. Die Kommunikation die muss unglaublich passen. Unbedingt, ja. Der Jay, eben unser Teamchef, ist bei mir im Funk und der macht Strategie eigentlich für mein Auto. Neben ihm hockt der Marco. Er ist sozusagen mein Renningenieur, der mit mir zusammen Setup-Entscheidungen trifft. Mit dem Jay, er eben am Schluss die strategischen Sachen entscheidet. Und ja, da hier ist eigentlich das Hirn vom Team. Und die geben mir die Infos, die ich brauche im Auto. Nico, jetzt sind wir hier in Marrakesch. Letztes Jahr hat der Nico Müller als Rookie die schnellste Zeit aufgestellt. Du bist immer noch nicht geschlagen worden. So deine, ja, was denkst du, wie gut wird es in diesem Jahr laufen, 2020? Ja, es ist mal eine andere Ausgangslage, jetzt auf eine Strecke zu kommen, wo ich weiss, was durchgeht. Ich kenne ihn, da bin ich letztes Jahr und vorletztes Jahr sehr schnell unterwegs gewesen. Ich weiss, was auf mich zukommt. Das hat die Vorbereitung deutlich vereinfacht auf dem Simulator. Du kannst das Ganze viel mehr in eine Perspektive setzen, was du auf dem Simulator lernst. Und darum bin ich zuversichtlich, freue mich sehr auf das Rennen hier in Marrakesch. Und ja, das Ziel ist klar, die ersten Punkte sind angepeilt und ich hoffe, dass es das wird gelingen. Dann tun wir nicht weiter stören in der Vorbereitung. Merci mal, Nico. Merci, viel Glück im Rennen. Und wir gehen uns jetzt mal die Rennstrecke anschauen, nehmen die etwas genauer unter die Lupe. Ja. 99.
90% der Vorbereitung in der Formel E die findet im Simulator statt. Die Fahrer, die also, wenn sie an die Rennstrecke kommen, nur genau einen Tag Zeit, um sich an die Rennstrecke zu gewöhnen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Skirennen, wenn die Skifahrer probieren, sich die Rennstrecke so richtig vorzustellen. Hinter mir ist der Eduardo Mortara, der Schweizer Rennfahrer, der ist genau auf dem Trackpad, schaut sich alles ganz, ganz genau an. Und vielleicht bekommen wir ja einen Moment Zeit, um ihn zu stören. Jetzt dürfen wir ihn also ganz, ganz kurz stören bei seiner Vorbereitung. Der Eduardo Mortara, der Schweizer Rennfahrer, der im Moment der punktebeste Rennfahrer ist, aus Schweizer Sicht, also in Front liegt. Und Eduardo Mortara, ich habe den Fans vorhin kurz erklärt, 99% der Vorbereitung passiert bereits, bevor du an die Rennstrecke kommst. Jetzt hast du den Trackwalk gesehen. Was war da das Wichtigste? Was hast du mit den Ingenieuren angeschaut? Ja, also Trackwalk ist immer sehr, sehr wichtig. Wir machen sicher, dass was wir haben im Simulator gemacht, passt mit dieser Strecke. Wir kennen diese Strecke ganz gut. Wir haben in die letzten 3-4 Jahre hier das Rennen gemacht. Also es ist nicht eine neue Rennstrecke für uns. Und wenn du jetzt die Rennstrecke angeschaut hast, was ist das Wichtigste in der Rennstrecke in Marrakesch, hier zu gewinnen? Ja, also wir gucken für vielleicht Bumps oder spezielle Kurven. Ich glaube hier, es gibt nicht spezielle Kurven. Die 12 Kurven, die wir haben hier, sind ganz wichtig. Das Energiemanagement wichtig, weil es eine 3 Kilometer lange Strecke ist und es so heiß ist? Ja, also fürs Rennen, ich glaube, Batteriemanagement, es ist ein großes Thema. Es ist ganz heiß, ganz warm und es wird ganz wichtig für uns. Die Strategie ist sehr, sehr wichtig, wenn wir haben diese hohen Temperaturen. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet und also schauen wir mal. Du bist aktuell in der Top 10, hast 22 Punkte auf dem Konto. Letztes Jahr war immer das Problem die Konstanz. Was ist in diesem Jahr anders? Warum schafft ihr es immer zu punkten? Ja, also ich glaube mit unserem Paket dieses Jahr, mit dem neuen Mercedes-Bautrain, wir haben weniger Probleme und das bringt Konstanz. Und ich glaube, mit einem guten Rennwochenende, speziell hier in Marrakesch, wir können konkurrenzfähig sein. Ja. Das Rennen geht bald los. Was hast du dir vorgenommen für das Rennen? Was ist so dein Ziel, Tom Büter? Also Ziel ist immer ganz wichtig, ich weiß es nicht, wir müssen sehen. Der Eduardo Mortara geht jetzt sicher zurück in die Garage und macht seine Vorbereitung fertig. Und bei euch geht jetzt das Rennen los. Unser Magazin eingefahren ist nämlich schon wieder wie. Schön, seid ihr mit dabei gewesen. Liked uns auf Facebook, Instagram, Twitter und vor allem schaut jetzt das Rennen. Viel Spass mit unseren Kommentatoren, dem Herbert Zimmermann und unserem Experten Marcel Fessler.